Das nennen wir die ultimative Strategie. So, weiter. Ja, wir werden wieder 2D-Grafik benutzen. Und dann, ja, kommt der erste Punkt der Entwicklung. So, hier sind Story Quests natürlich ziemlich wichtig. Die Engine nicht ganz so. Obwohl Story Quests sind gar nicht wichtig, ne? Ach scheiße. Level Design ist wichtig. Künstliche Grenze ist auch wichtig. Und Dialoge sind auch wichtig. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. So. Bisschen mehr Sound. Weniger Grafik und Spielwertdesign ist auch wichtig. Gut. Richtig geiles Ninja-Spiel wurde vom Markt genommen. Es wurden 12.440 Stück verkauft. Ein Umsatz von 86.923 Geld erzielt. Geld, okay. Gut, jetzt warten wir noch kurz, bis die Bugs draußen sind. 3, 2, 1 und 0. Nein, ich habe einen Bug. Das ist ganz böse. Na, ich denke, es wird mich nicht umbringen. So, wir haben einen neuen Rekord in Sachen Design. Technologie nicht, aber in Sachen Design. So, eine Sekunde. Gut, dann veröffentlichen wir das Spiel und gucken, was die Spieleberichte so sagen. Oh, Kacke. Könnte besser sein. Ja. Oh, oh. Okay, das merken wir uns. Eigenartig, aber gut. Okay. Ja, Orgel mal wieder. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Müsste eigentlich eine 5 sein. Wenn es zur Hälfte Hälfte ist. Naja. Ja, gut, mal gucken, wie es verkauft wird. Okay. So, das geht auf jeden Fall klar. Dann stellen wir gleich mal so einen Bericht. Militärstrategie ist eine große Kombination und Story-Quests sind für sich als Spiel nicht so wichtig zu sein. Ja, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Gut, Forschung. Ja, wie wär's denn mit einem Horrorspiel? Und danach sollten wir mal gucken, ob wir jetzt langsam mal ein bisschen Plus machen. Also mehr Plus. Weil ich komme immer wieder so um die 70. So, Spielentwicklung. Ein Horrorspiel. Ein Horror-Abenteuerspiel. Auf dem G64. Das nennt sich purer Horror. Oh, ist das richtig geschrieben? Ich glaube schon. Gut, ja, wir machen natürlich wieder 2D-Grafik V1. Denn das Gameplay ist wichtig. Und die Engine. Gut, die ultimative Strategie wurde vom Markt genommen und es wurden 7.111 Stück verkauft und uns das von 49.812. Oh, das ist zu wenig. Größte Folge, plant die japanische Firma Ninvento. Ja, eine Anlehnung an eine echte japanische Firma, was ein richtig krass verstecktes Geheimnis. Eine Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Ninvento ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Dinky King. Ja. So, viele Forschungsexperten bezweifeln zwar, dass die Heimkonsolen ein Renner werden, aber wir sind gespannt darauf, was Ninvento liefern wird. Ja. Dann erstmal hier, ne, das Spiel spielen, von den ich den Namen schon wieder vergessen habe. Das gibt's nicht.
Dialoge sind nicht wichtig. Level Design ist wichtiger als künstliche Intelligenz. So. Ich meine, wenn wir ein Level haben, wo man schon alle, ja, erschreckenden Sachen vorhersehen kann, dann ist das ja nicht mehr so eine. So Sound auf jeden Fall. Und oh Gott, das ist alles wichtig. Also, ich denke mal. Sound ist ganz wichtig. Grafik nicht ganz so. So. Gut. Kurz mal auf die Bugs warten. So, neues Design, aber weniger Technologie als Rekord. Gut, und wir veröffentlichen unser Spiel. Okay, komm schon. Oh, oh. Ach du heilige Scheiße. Naja. Hui. Ja. Die Leute mögen keine Horrorspiele. Oh, oh. Stürzen wir uns jetzt schon in den Ruin. Oh, Kacke. Ja. Okay. Ich hab... Ich bin auf der Familie, wir könnten den Verkehr brauchen, wenn sie... Jetzt aber Kasse sind, geben sie mir schon... Okay, finde ich gut. Auf der Wendefeier schon verfügbar, auf der Anzeige stiege diese Nachricht. Okay, ungefähr bin schon, dass das so spielen soll. So. Ja, gut, ich will nämlich Geld. Okay. Das soll ich schaffen. Das hier mache ich mal. Das ist leicht. Oh Gott, das ist viel schwerer als ich dachte. Komm schon. Okay, die TS kommt von Nintendo mit einem einzigartigen Controller. So, ja, dachte ich mir schon, dass es ziemlich leicht ist. Okay. Ja, ich guck es gleich nochmal. 21 wird natürlich schwer. 4 Wochen. Das sollte ich auch noch schaffen. Ja. So, Spielbericht werde ich jetzt für das Spiel nicht machen. Weil... nein. Achso, ich habe zu wenig Punkte. Okay, ja, dann machen wir eben noch ein neues Thema. Werwolf. Und beginnen mal die Forschung. So. Oh Gott. Gut. So. Wir können unser Spiel entwickeln. Ja, wir werden mal wieder ein Ninja-Action-Spiel machen. Auf dem G64. Und zwar nennt sich das Ganze. Wie hat das andere denn geheißen? Also, richtig geiles. Gibt's doch nicht. Ninja. Schreiben oder was? Spiel 2. Ja, eine zweite Version. Mal gucken, wie das ankommt. So, was war denn wichtig? Sound war wichtig, das weiß ich noch. Game ist auf jeden Fall wichtig und Story Quests. Mal ein bisschen mehr mache ich. Gut, überleg und dann ist los. Komm, überleg. Ja, ich weiß. Okay.
So. Kürzlich in der ganze auf jeden Fall wichtig. Level ist ja nicht ganz so wichtig. So. Dialog ist so. So, hi, ich bin Carolyn Wischler von den Okanach. Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie bereits an einem Spiel arbeiten und würde gerne ein Video darüber machen. Haben Sie etwas Zeit für mich? Ja, klar habe ich Zeit. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Das Interview wird bald veröffentlicht. So, der Cherry Games hat Startup Unternehmen aus unserer Region versucht, gerade eine Spielebranche ganz groß auszubauen. Das Unternehmen hat bereits 3 Spiele veröffentlicht und arbeitet gerade sehr intensiv am nächsten. Jerry hat das Unternehmen gegründet und verriet in einem Interview, dass es ein Ninja Action-Spiel wird. Diese Kombination ist für die Firma fertig. Okay. Es ist schön zu sehen, wie ein kleines Unternehmen